Genau, was wir mit Drive and Enjoy von der Deutschen Telekom auf der IFA jetzt darstellen wollen, ist eine Konzeptstudie in der Zusammenarbeit mit BMW, die ein Online-Bordprogramm der Zukunft darstellt, basierend auf dem Hotspot, den wir jetzt hier im BMW verbaut haben. Es ist ein genialer Familiencase im Prinzip. Die Familie steigt ins Auto. Normalerweise hat man nach 2 bis 3 Minuten spätestens Streit hinten auf der Rückbank, weil man nicht weiß, wie soll man sich beschäftigen. Und dafür haben wir im Prinzip jetzt hier eine Lösung generiert. An der Stelle würde ich einfach mal vorschlagen, oder ich stelle kurz die Rollen vor. Also der Vater sitzt im Prinzip ganz klassisch als Fahrer, die Mutter auf dem Beifahrer und hinten die beiden kleinen Kinder. Das heißt, ich würde uns vorschlagen, einfach mal sozusagen jetzt hier in die iPad-Welt einzusteigen. Ich logge mich vorne als Mama ein. Hinten einfach mal der Jonas und die Corinna locken sich auch einfach mal ein. Was wir jetzt genau vorne auf dem Display des BMWs sehen, sind im Prinzip alle im Hotspot befindlichen User. Das heißt, der kleine Jonas, die Corinna und die Mutter. Und damit kann im Prinzip alles gemacht werden. An der Stelle würde ich vorschlagen, der Jonas wählt einfach mal ein Video aus, auf das er Lust hat und geht auf Video Load beispielsweise und sucht ein Video. Der Jonas hat die Rechte eingestellt, dass er selber keine Filme kaufen kann, sondern nur der Vater kann im Prinzip vorne über die Head Unit jetzt sehen, ach, ich habe hier eine offene Anfrage. Die würde ich jetzt an der Stelle einfach mal auswählen und gucken, okay, der Jonas möchte 500 Days of Summer gucken. Ich sehe sowohl die Laufzeit des Films als auch die Restlaufzeit. Das heißt, passt der Film überhaupt noch in meine aktuelle Route hinein? An der Stelle kann ich jetzt entscheiden, kaufe ich den Film für 1,99 oder lehne ich ab? An der Stelle würde ich einfach mal sagen, Jonas darf den Film kaufen. Es wird der aktuelle Nutzer angezeigt und der Film startet direkt. Das alles jetzt live sozusagen über eine LTE-Verbindung. Wenn es jetzt hinten laut wird, kann der Vater genauso gut reingehen und kann den kleinen Jonas hinten steuern und beispielsweise die Pause-Taste drücken, lauter, leiser und so weiter. Also er hat quasi vorne volle Kontrolle über die iPads der Kinder. Ich würde vorschlagen, die Corinna würde jetzt hinten mal Fernsehen aussuchen. Geht auf diesen Live-TV, wir haben hier auch ein Live-TV integriert, neben Videoload und Maxdome. Und geht mal auf Blink, auf Kika beispielsweise oder... Auch die kleine Corinna darf nicht selber einfach mal den Fernseher selber starten, sondern muss im Prinzip vorne über die Freischaltung aktiviert werden. Das heißt, der Fahrer sieht hier, ach, okay, sie will Kika gucken. An der Stelle würde ich sozusagen zustimmen. Ich sehe, die Aktualisierung erscheint hier und der Fernseherkanal startet direkt. Das Ganze funktioniert nicht nur über eine Anfrage der Kinder, sondern im Prinzip kann der Vater auch einfach für den Jonas hinten einen eigenen Titel aussuchen, falls der Jonas noch zu klein wäre beispielsweise, um hinten das iPad zu bedienen. Das heißt, er könnte beispielsweise ein Hörbuch starten oder ein Hörbuch für den Jonas auswählen und an der Stelle kaufen. Und das Hörbuch beginnt hinten direkt über LTE-Verbindung sozusagen aus dem Livestream heraus die Informationen zu ziehen. Ich drücke hier nochmal Pause, damit wir im Prinzip da jetzt etwas Ruhe im Auto haben. Das ist im Prinzip die Welt und die Interaktion zwischen den iPads der Kinder und dem Display des BMWs. Das Ganze geht allerdings auch auf dem iPad der Mutter. Das heißt, wenn hinten nochmal eine Anfrage gestellt wird, über Live-TV, Kika noch meinetwegen. Genau, sehe ich jetzt hier nochmal in der Sicht die offene Anfrage, die kennen wir jetzt aktuell schon, die hatte ich gerade vorgestellt. Wir sehen allerdings auch hier im Display der Mutter die offene Anfrage von Corinna, die jetzt gerne einen Film oder einen Fernsehsender gucken möchte. Ich gucke mir mal an, was sie gucken möchte. Kika, an der Stelle würde ich freigeben. Die offene Anfrage verschwindet und der Kika-Kanal startet direkt. Das Ganze, und jetzt kommt eigentlich das schönste Gadget, was wir hier umgesetzt haben, ist die häufig gestellte Frage auf der Rückband, Papa, Mama, wie lange fahren wir noch? Dafür haben wir den Fahrtenmonitor eingerichtet, kopiert vom Flugzeug, wo ich ja auch durch den In-Flight-Monitor immer aktuell sehe, wo befinde ich mich. Das heißt, hier wird mir dargestellt, Restfahrzeit, wo befinde ich mich aktuell. Ich kann sogar mit der Frontkamera des BMWs sozusagen Papa spielen, mal den Fahrer spielen und zu gucken, okay, wie sieht denn die Sicht vorne aus der ersten Reihe aus. Und das Tolle ist, wenn die Corinna in dem Fall noch zu klein wäre, um überhaupt ans iPad zu kommen, kann ich auch das sozusagen per Drag and Drop der Corinna zuordnen und hinten wird die Restfahrzeit automatisch angezeigt. Das sozusagen sind eins der Grundfeature, das heißt die Interaktion zwischen dem BMW,
dem Mutter-iPad und den Kindern auf der Rückbank. Content von Videoload, Blinkist, wir haben Internet-TV, Maxdome, Hörbücher und den Fahrtenmonitor, den wir hier sozusagen für die BMW exklusiv auf der IFA zusammengestellt haben.